zu dem New Swiss Marketing Forum. Es ist jetzt mehr ein bisschen über neues Marketing, was generell passiert. Der Punkt ist jetzt, dass ich eben auf Facebook, wenn ich es geschickt mache, die sozialen Beziehungsnetze, die eine Person hat. Und es ist auch so gesagt worden, dass der Honeymoon von Social Media ist vorbei und es kommt der Alltag. Und das hat mich schon stutzig gemacht. Ist der Hype wirklich schon vorbei oder fängt es erst an oder sind viele Firmen dabei, wo es schon vorbei ist oder wo wirklich viele Firmen noch gar nicht erst drin sind? Für mich ist es spannend, zum schauen, jetzt wo man sagt, der Social Media Hype ist vorbei, was bleibt noch von Social Media und was kann man machen und das in verschiedenen Disziplinen anschauen. Dass Käufer, die eher nach Wants anstatt nach Needs streben. Also ich fand sehr spannende Referenten und spannende Workshops, die auch nicht nur in dem Bereich Social Media interessant waren, sondern auch eigentlich so ein bisschen gezeigt haben, wie wichtig die Verzahnung der Offline- und der Online-Welt ist. Also ich bin froh, dass so eine Veranstaltung, wo bisher eigentlich Social Media immer so aus externen Kommunikationssachen aufgefasst hat, das Thema hat Social Media und Beyond, weil ich das Gefühl, dass das, was wir bis jetzt erlebt haben, das ist erst der Anfang, weil der ganze Nutzen von diesen Tools für Firmen intern und quasi die ganze Firma in ein sogenanntes Social Business transformieren, da kommt noch sehr viel mehr auf uns zu, als dass wir bisher erst darüber geredet haben, was so Marketing und PR mit Social Media kann machen kann. Keine Aussage, die ich gelernt habe, heute ist, dass ich gesehen habe, dass Social Media nicht mehr einzelnen Abteilungen zugeordnet wird, sondern vermehrt verstanden wird als eine Querschnittsfunktion, die in ganz verschiedenen Bereichen und Abteilungen von Unternehmen heute einen Einfluss hat. Ich habe mir 8 A4-Seiten mit Notizen vorgeschrieben. Das hat mir sehr gut gefallen. Das kann ich jetzt mit heimnehmen und verarbeiten. Social Media hat, glaube ich, wenig mit Sozialem zu tun, sondern eben mehr mit Social und vor allem Business. Das ist das, was ich mitnehme. Also ein paar Wein in große Fässer geschüttet, dann haben wir darauf geachtet, wer welchen Beitrag leistet. Mich hat sehr angesprochen, nachdem ich sehr lange Erfahrung habe in der Unternehmenskommunikation, dass es Referenten gibt, die den sozialen Aspekt der menschlichen Beziehungen in Vordergrund gestellt haben. Das war insbesondere der Professor Sutter und der Professor Tiger am Schluss mit seinen sehr, sehr speziellen Ansätzen, aber die sehr viel auch zum Denken geben.